Was? Technoir? So heißt doch die Disco bei Terminator. Wo doch dann Tony Kane in The Triangles gespielt haben. Und oh Gott, oh Gott. Ihr könnt doch nicht gleich sowas auf mich zukommen lassen, ihr Schweinehunde. Ich muss doch erstmal speichern hier. Ja, ja. Das ist doch auch wieder schöne Cybermucke hier. Was sammle ich da ein? Sind das... Ich dachte eben erst, das wären Zitronen. Das sind einfach irgendwelche gelben Böppel. LED-Kapseln. Und guck mal, da haben Epic den Namen im Hintergrund versteckt. Wunderschön. Und so gar nicht auffällig, ne? Aber die haben ihren Namen in jedem Spiel versteckt. Seht ihr das? Seht ihr das? Der reitet eine Rakete. Der reitet eine Rakete. Geiler kann's doch nicht werden. Das, also das ist doch 80s und so weiter, ne? Das kannst du doch nicht toppen. Oh, da gibt's die nächste Waffe und da... verdammt. Verdammt. Wie komme ich da raus? So gar nicht, hä? Jack Rabbit. Jack Rabbit. Wenn es ein Frosch wäre, ne? Jack Rabbit. Was war das? Ach so. Ein Rollerad-Springplattform-Ding. Das ist bestimmt der beste Name, den es je dafür gab. Auf Raketen reitende Schildkröten, ne? Wieder mal was mehr gesehen im Leben. Ja. Ja. Und diese wunderschöne Musik. Komm nochmal, ich will da drüben, Anne. Okay, wo komme ich wohl nur von unten durch? Hey, jetzt könnte ich ja mal wieder so eine Zuschauerfrage stellen. Welches Level hat euch bisher am besten gefallen? Am Anfang dieses Waldlevel? Oder dieses mit den Blitzeaugen? Oh, oder das hier? Oder... Scheiße, die schießen auch noch was! Da kam da eine Karotte oder eine Ananas geflogen oder was? Ja, also dann gab es noch das Burglevel und jetzt dieses hier. Und das im Mainboard natürlich. Shit, Sprung vergeigt. Ah, ich hab's geosselt. Na ja, komm. Stachelminen. Ne? Wir verwenden sowas. Ne? Es ist doch gegen die Genfer Konvention. Na, vielleicht zählt die nicht für Tiere. Ich weiß nicht. So, ich hoffe auch, mein Chat funktioniert noch, weil das letzte, das ich lese, ist von Tohel, das mit der Vogelstimme. Ich muss auch gerade mal was gucken. Ah ja, okay. Audio läuft. Super. Schwerterlevel, sagt Belly, okay. Weil ich das so ganz kurz mal ganz klein bisschen sauer war. Natürlich auf mich selbst, weil ich es voll verpeilt habe. Holt die Bongos. Nee, spielt mich wie eine Bongo. Play me like the drum. Ich liebe diesen Film. Jetzt mache ich auch schon Schleichwerbung dafür. Ach. Für den Film habe ich so oft... Die haben Panzer und die schießen mit Ananas! Ananas! Pineapple on a fucking pizza! Nobody does it! Ach, verdammt! Jetzt gerade in dem Moment schießt der Panzerrichter oben. Glaubst es. Ja, auf, schieß nochmal. Na auf. Na auf. Jetzt kommt er nicht mehr. Jetzt ist er beleidigt. Und wenn das... Oh, wir haben Epic-Wassertürme. Ist der Panzer wirklich... Ja, das habe ich mir gedacht, du Drecksack. So, jetzt habe ich diese Bomben, aber ich glaube, die sind auch nicht so besonders. Wie glaube ich denn? Wirklich nur vier, ne? Bumm. Sprengt wohl alles auf dem Bildschirm weg oder so. Oh, oh. Habe ich mich gerade noch gemutet. Da kam wieder ein Nieser, aber da hat sich wirklich hinterrücks angeschlichen. Alles wieder okay. Wir kriegen alle Luft. Wir machen alle weiter. Wow, schon 2,5 Stunden. Aber ich glaube, wir könnten echt diese Episode noch packen. Mit ein bisschen Glück und Ellbogenschmalz, ne? Kimst du zurück? Kimmt nicht zurück. Ja, ist kaputt. Ja. Ich meine, beim Schwerterlevel, ich finde, da war die Musik bisher auch... Am besten aber Tube Electric ist auch ein tolles Lied. Und das Level an sich sah halt irgendwie schön aus. So ein bisschen düster gotisch. Okay, Mukai sagt auch das Schwerterlevel. Nein! Oh, ich hab doch erst 4 Leben gehabt. Nein!
Wie soll der mich hier oben gekriegt haben? Wisst ihr, was ihr... Ihr Saubande, warum habt ihr alle einen Respawn? Saubande! Ich hab meine Waffen verloren! Ah. Na komm, da musst du halt durch, da musst du halt durch. Okay. Vielleicht sollte ich gleich das Spiel nochmal laden, wer weiß. Aber ich gebe doch nicht auf, bloß weil ich einmal kaputt gegangen bin. So, noch ein paar von diesen gelben Bällchen mitnehmen. Ja, vielleicht ist es ja wirklich was zu essen. Ich weiß nicht, sowas wie eine Wasserbombe, bloß man beißt rein und schlürft dann gelben Zitronenlimonaden-Babs raus. Ich weiß nicht. Man kann mir auf jeden Fall keine fehlende Kreativität vorwerfen. So. Ich wollte das Ding noch haben, aber okay. So, vielleicht habe ich jetzt auch schon wieder Bereiche übersprungen. Ach komm, ich bin dem doch nicht in den Auspuff gerannt. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Die Blutfälle, das erinnert mich an Doom 2. Da gab es ein Level, das hieß so. Aber bei Doom ist es halt wirklich Blut. Und hier ist einfach nur rote Flüssigkeit. Moment, Moment, Moment. Da, ihr Verdammten! Kommt doch nicht von allen Seiten! Aha, nach rechts. Heißt das, ich soll da rennen und einen Sprung machen? Ich glaube fast ja. Ich will nicht. Komm, ja, weil deswegen. Ja, ich habe ja vorhin die ganze Zeit nach unten geguckt, wenn ich was nicht sehe, aber irgendwie im Moment denke ich nicht mehr dran. Da sieht man's, ne? Dann werde ich schon wieder zu ungeduldig. Jetzt habe ich noch zwei Leben. Ich meine, das kann ja locker reichen, um das durchzuspielen, aber mit ein paar mehr finde ich es doch irgendwie besser. Okay, wir wissen, da rechts wäre eine Karotte. Ich will jetzt aber da oben noch den Schenkzeug. Weil irgendwie, ich will ja auch doch ein paar Punkte will ich mitnehmen. So, erstmal die. Zum Glück gibt es auch diese kleinen Bällchen. Da kriegt man auch ein bisschen Munition. Aber nicht so viel, wie wenn man diese großen Bällchen da kaputt macht. Hm. Geht sie eigentlich groß weiter nach rechts? Wenn wir das wüssten... Okay, da zeigt es nach links. Warum? Warum zeigt es hier nach links? Was ist da so toll, dass es nach links zeigt? Nichts! Hey, cool, wir spiegeln uns da so ein bisschen auf dem Boden. Das ist doch cool, ne? Wobei ich den Effekt, glaube ich, das erste Mal beim ersten Duke Nukem gesehen habe. Als Duke Nukem noch ein Plattformer war, ja? Diese Zeiten gab es auch. Okay, da kommt... Da drüben ist der nächste Panzer. Okay. Panzer, ich begrüße Sie. Oh mein Gott. Da teleportiert doch was nach. Das war doch eben nicht da. Das ganze Zeug hier. So. Ich guck runter. Es reicht nicht ganz, um runter zu gucken. Ja, es ist halt... Das ist halt die Design-Limitation, ne? Wenn man halt noch kein 16:9 hatte. So. Also, hier dann runter, ne? Ja. Wollten die uns mit dem Pfeil vielleicht täuschen, ne? Ich meine, das war früher ja nicht selten bei den Level-Designern, dass die fiese Fallen eingebaut haben. Da oben ist ein Vogel. Ja. Ja, wir haben den Vogel wieder. Ossel, du hast schon lange einen Vogel. Ja, ich weiß. Ich weiß. So. Wollte gerade sagen, die kriege ich doch alle. Ach, verdammt, diese Panzer. Da unten, ja, da wären Karotten, aber... Hm. Ach, guck mal. Ach, guck mal an. Ich will aber hier neben noch durch. Ach, da sind wir am Anfang runtergekommen. Ja, gut, nächstes Level. Ja, schade. Kriege ich ein extra Leben bei einer bestimmten Punktzahl? Ja. Ich hatte schon wieder einen Mauscursor im Bild. Ja. So, nochmal Tech Noir.
Ich weiß nicht, ob ich das toll finde. Ich speichere mal ab, weil falls ich noch mehr Leben verliere. Musste ja nicht haben. Moment, kann ich auch hier... Hier drüben ist nichts oben, okay. Schade. Ich hätte gedacht dann... Ah ja. Okay, das ist einfach die... Die haben doch bestimmt da wieder irgendein Muster oder sowas gelegt. Und ich habe es jetzt schon zerstört, ne? Hm. Keine Ahnung, was das für ein Muster gewesen sein sollte. LOL? 101? Hm. Okay, komm mal her. So. Ah, alle erwischt. Und jetzt müssen wir nur noch wieder raushüpfen. Und nach unten. Blöde Panzer. So, mit denen kriege ich euch im Winkel. Ja, ich merke halt, mein Reaktionsvermögen, das ist nicht mehr ganz so wie früher. Ne? Das hat mich aber mal so aufgeregt. Da bin ich mal Unreal Tournament online spielen gegangen und habe nur noch auf die Schnauze gekriegt. Ich meine, okay, klar, manchmal hast du auch solche Spieler vor dir, das sind einfach die Pros, aber oh, war ich da frustriert an dem Tag, weil früher habe ich bei Unreal Tournament fast alles weggeownt. Um es mal so zu sagen, ne? Was gibt's hier? Gibt's hier vielleicht noch eine Karotte? Könnte ich mal eine Karotte, bitte? Lecker mit viel Vitamin A. Na, heute wohl nicht, ne? Ah, doch, guck mal, wenn man das hier wegschießen kann... Ja toll, was bringt's? Was bringt's? Hätte ich da jetzt... Oh. Ihr meint nicht, dass ich so einen Sprung jetzt hier hinlegen soll, oder? Das meint die nicht? Das meinen die tatsächlich. Ich glaub's ja nicht. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich bin zurück. Okay. Ja, du gehst an mir vorbei. Na, da gibt's wieder ein paar Bömpchen, aber... Wie gesagt, die benutze ich selten. Die habe ich früher auch eigentlich so gut wie gar nicht benutzt. Nur mal, um den Bildschirmeffekt zu haben, ne? So, da ist doch eben noch was rumgeflogen, ne? Ah, ja. Ja, ja, ja. Das will ich erst weghaben. Das will ich erst weghaben und... Ach, du Kacke! Ihr seid's doch. Lebensmüde seid ihr doch. Oh. Und ich merke, ich sitze gerade wieder falsch. Meine Rückenmuskulatur beschwert sich ein bisschen. Moment, ich nehme mal eine bessere Position ein. Ah. Belly will mich Dark Souls spielen sehen. Ja, und am besten noch den Einser, ha? Ja, Alien Isolation im Albtraummodus würde ich mir auch wieder zutrauen. Aber das habe ich ja jetzt schon einmal gepackt, ne? Das mache ich nicht mehr. Aber manchmal war das bei Alien Isolation echt Galgenhumor. Wenn das Viech dann direkt da rumstand, ne? Und ich dann so gedacht habe, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, ne? So, hm. Das sieht ja fast aus, als wären wir mit dem Level jetzt gleich schon wieder durch. Ah nein, Checkpoint, okay. Weil das sah so fast final aus hier. Ja, ich weiß, ich soll nach rechts, deswegen gehe ich nach links. So, bitte da zu den Gamepads hoch, danke. Und zip. Ja, wenn man Anlauf nimmt, packt man in dem Spiel alles. da muss ich über den Winkel, genau. Und dann hier. Epic. Epic. Oh Gott, 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 oh Gott. Seid ihr wahnsinnig? Das hier soll doch, glaube ich, nur eine kleine Secret Area sein und ihr schmeißt mir hier alles entgegen, was ihr habt, ne? Pff, wenigstens eine Möhre, also bitte. Jetzt soll ich da hoch. Wo ist denn bei diesem Level dann Ende? Okay. Also das schickt mich jetzt auch nach links, dann ist vielleicht da oben Ende. Das Chest-Track, das Check-Rabbit, was er da im Hintergrund sagt, das gehört übrigens zum Soundtrack. Das kommt aus keinem anderen Grund. Also ich habe nichts Besonderes eingesammelt oder so. Es ist ein Stimmsample, ein downgepitchtes. Demon Souls, solche, du hast mir doch das letzte auch mal irgend so ein Spiel empfohlen, das ich spielen sollte, ne? Irgend sowas mit Blut, oder nicht? Irgendwann komme ich wieder drauf. Aber dazu müsste ich erst die Konsole kaufen, ne? Irgend sowas war doch da. Blood Frozen? Nein, Blood Frozen, das war ein Lied von der Band. Oder ein Album. Ah, nein, 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 nein! Und da stürzt er ab, der grüne Hase. Hm.
ich bin gerade ein bisschen suboptimal gehüpft. Ich bitte das zu entschuldigen. Komm zurück, Rädel! Ich muss da hoch! Mensch, da hat mir nur eine Blockbreite Zeit und jetzt ist es schon wieder weg. Es hat zu früh ausgelöst. Ich wollte nicht, dass das so früh auslöst. Moment, mein Mikrofon. Ja, ja. Vor allem, da hat er eine Möhre in der Hand. Das ist doch... Das geht doch gar nicht. Ah, verdammt, verdammt, verdammt. Verdammt! Ich bin selber schuld, dass... Nein! Nein, ich habe nur noch ein Leben. Scheiße. Und ich will jetzt hier nicht anfangen zu cheaten oder sowas. Wir brauchen einfach nur ein Bonus-Level, ne? Ja, was, das muss ich alles nochmal einsammeln, weil das ja beim Checkpoint jetzt so nicht drin war. Ja. Ja, gut, ey. Ah, verdammt. So. Die Bombe, die Möhre nehme ich mal noch nicht mit, falls ich die später nochmal brauche. Na, Panzer. Ach Gott, ich bin doch jetzt hochgesprungen. Ihr verdammten Schweine. Weißt du, da stellen sie da oben so viel Gefiech hin, ne? Dann kommt alles auf einmal runtergefallen. Aber ich weiß, da oben war ja auch eine Möhre, ne? Eine Moorrübe. Hat eigentlich von euch schon mal jemand ernsthaft das Wort Moorrübe verwendet? Und den Beatbox-Ossel, ich weiß nicht, der hört sich anders an. Ich kann zumindest das... Und ich weiß, als Beatboxer das Erste, was man lernen muss, ist Katzenboots oder Bootskatz. Bootskatz, 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 Katzenboots, Katzenboots. Katzenbutzen, Katzenbutzen, ne? So in der Art. Aber das sind halt wirklich auch nur so die Grundlagen und dann noch, ja... Die Mundwinkel richtig bewegen, ne? Richtig den Hals und... C-Fix, ich krieg grad mal wieder gar nichts zusammen. Ich sag's doch, Plattformer, ne? Die laugen auch ein bisschen mehr aus wie andere Spiele. Es kommt auch davon, wenn man alles einsammeln will, ne? Ich glaube, ich versuche jetzt aus dem Level rauszugehen. Ich habe nur 23 von den Raketen, da muss ich mich da oben ganz schön durchballern. Nanu, eben hat OBS mir ein kleines rotes Fenster angezeigt. Heißt das, ich habe einen Frameskip gehabt oder sowas? Da kenne ich mich noch nicht aus. Das hatte ich noch nie, weil bisher war das immer grün. Ach, ist das scheiße. Ach, warum müssen die Dinger auch so viel aushalten? So, jetzt wird Spacebar gemasht. Und es reicht nicht, ja? Und ich habe keinen Rapid Fire, ja? Oh. Oh. Das ist aber auch besser, wenn man weiß, dass es kommt, ne? Also. Oh. Ich bin durch. Also durcher als sonst. Oh, und durch das ganze Kaputtgehen, ne, jetzt auch fast die ganze Spezialmunition verloren. Nicht, dass die jetzt so besonders wäre, aber manche macht halt mehr Schaden, ne? Toaster, 20 von den Raketen. Ich hoffe, jetzt kommt kein Boss. Ja, flieg du mal vorbei. Fliegt ihr alle mal vorbei. Ihr habt aber auch wieder einen Turnus drauf. Der Panzer kann von da drüben schießen. In meine Richtung, aber ich nicht in seine. Also nicht über den Bildschirmrand raus. Das ist gemein. So, dich holen wir jetzt auch noch. Oh Gott. Oh Gott. Vom Pipi in die Kacke. Ich sehe eine Karotte. Gute Karotte, mein. Komm in den Magen rein. So, okay. Mensch, aber das kann doch eigentlich nicht erfüllend sein, den ganzen Tag auf einer Rakete rumzureiten. Vor allem, weil entweder irgendwann der Treibstoff ausgeht oder sie in die Luft geht, ne? Aber okay, sie werden dafür bezahlt. Also, ich denke doch mal, dass der böse Krötendoktor, Turtle-Doktor, dass er die irgendwie bezahlt. Was sollte ich? Habt ihr das gesehen? Direkt auf mich runter. Direkt auf mich runtergefallen, ne? Boah. Zum Glück hatte ich ein Schutzschild. Na, ich muss ein bisschen Munition sparen. Ach, hallo Vogel. Ark, ark, ark.
Das ist die Übertragung von OBS. Ja, hat geruckelt. Okay. Schade. Aber keine Ahnung, woher das dann kam. Hat meine Leitung vielleicht kurz einen Absacker gehabt? Oder das Bild war zu hochauflösend? Nee, ach. Ich meine doch, er benutzt das, was ich ihm gesagt habe, was er maximal benutzen soll, aber ja. Ah. Level clear. Das war jetzt eine Geburt, ne? Und Orbitus. Sind wir dann jetzt im Orbit? Oder was? Was geht ab? Stimmensynthesizer von früher. Ich glaube, das Level wird nicht leichter. Oh mein Gott. Ich habe Angst. Ich habe nur noch ein Leben. Jetzt weiß ich nicht, ob bei dem Spiel heißt ein Leben, dass man da noch einmal darf, wenn man einmal kaputt gegangen ist, oder ob dann aus ist, ne? Ah, ich komme da oben nicht dran. Mist. Aber hier über die Scheiben können wir laufen, das ist gut. Ach, guck mal, da wären jetzt schon zwei Karotten, aber die will ich noch gar nicht. Ein Vögelchen, okay. Komm mal mit, Vögelchen. Was für einen Namen geben wir dem Vogel? Also, ich meine, der hat ja was Papageienartiges. Wie wär's mit Heinz? Obwohl, ich kenne Leute, die Heinz heißen, die... Sagen wir, sie sind nicht sehr nett. Das wäre für den Vogel dann eine Beleidigung. Natürlich, ich kenne Leute, die ja mit Nachnamen, aber auch Heinz heißen, die waren nett. Ich weiß, das darf man ja nicht verallgemeinern. Das sind nur die persönlichen Erfahrungen, die sich dann so ein bisschen ins Gehirn rufen. Naja, jetzt bin ich ja versucht, darüber zu gehen, um mir... Sag mal, boing, 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 ich prall von dem Feld ab, oder was? Um mir da jetzt eine der Möhren halt wieder zu holen. Nee, brauche ich ja gar nicht. Ich bin hier noch voll, ich bin hier noch voll. So. Da oben an die Dinger komme ich nicht dran. Da springe ich immer viel zu schnell vorbei. Dann bin ich wie die TIE Fighter für Luke, ne? Sie sind zu schnell vorbei. Wenn ich von da drüben rüber hüpfe. Ha! Pixel Hunting, ne? Ha! Müssen da diese Blöppel im Weg stehen? Die hingen dann voll beim Schießen und beim Laufen und so. So. Oh, jetzt sind wir bei 2 Stunden 52 Minuten. Ich glaube... Ja doch, also komm, das Level noch, danach noch eins und dann haben wir es, glaube ich. Und dann würde die dritte Episode rufen, aber das würde ich dann beim nächsten Stream machen, ne? Das ist, sag mal, ich will... Genau, das wollte ich aufsammeln. Zum Glück bin ich hier nicht gleich weiter. Boah, das macht mir das Leben jetzt unglaublich viel leichter, dieses Hoverboard. Der Hase hat's wie immer noch nicht, ne? Ich sag's ja nur. Was es bei uns als Hoverboard gibt, das ist dann in diesen großen Magnethallen und so weiter, ne? Aber das ist ja nicht... Das ist ja nicht asphalttauglich. Und mit dem hier kannst du scheinbar auch im Weltraum dann rundfliegen, ne? Wenn du eine Sauerstoffversorgung hast, was macht ihr denn da? Habt ihr euch ineinander verkeilt? Ich will jetzt nicht wissen, wie es dazu gekommen ist. Oder welches Fernsehprogramm ihr davor geguckt habt. Nee. Na, wenigstens gibt es ein bisschen Munition. Und mit dem Hoverboard, echt, ist eine mega Erleichterung. Kann man sich ein bisschen Zeit lassen, ja. Oh, guck mal, da ist auch ein Checkpoint, okay. Da unten waren, glaube ich, noch... Genau! Ja, deswegen habe ich langsam gemacht. Es war gut so. Ja, so ein Hoverboard. Das war jetzt aber unfair. Das war das Level. Das hat mich da reingedrückt. Ach, und jetzt habe ich das Hoverboard verloren. Da darf ich es nicht mitnehmen. Schade. Ui. Weg mit dir, du blödes Turtle. Boah, Leute, wenn da jetzt was kommt, willst du da ausweichen, wenn dich das so hochschleudert? Ich hoffe, da kommt nichts. Aber womöglich kommt da was. Ah, Munition. Gut, 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 gut. Ich beschwere mich nicht. Falls das wie eine Beschwerde klang, ich nehme alles zurück. Komm, und da oben noch ein Möhrchen, ne? Ganz oben, wenn ich doch jetzt per Hand da hochspringe, das soll mir mal einer nachmachen. Ah. Tricky, tricky. Aber es funktioniert. Tricky, dicky.
Ach, guck mal, ich sag was von einer Möhre, ne? Yam! Ja, ja, da denkt der Kleine genauso wie ich. Guck, da ist was rumgeflogen, ne? Da willst du doch nicht reinfliegen. Okay, es scheint wenigstens nur einen bestimmten Radius zu haben. Okay, da war es eben. Da war es wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Ja, tu mal lieber die Möhrchen. Oh, da war noch Sondermunition. Ach, und jetzt wieder da hoch. Das kostet Zeit. Los, zeig, dass du mit der Tastatur noch umgehen kannst, du alter Sack. Schieb die Blauze mal von der Leertaste runter und weiter geht's. Ja, nee, aber das war wirklich das Level. Das hat mich nach rechts reingezogen hier. Wahrscheinlich, weil der Boden da auch so aufgeladen war. Und wenn ich jetzt da durchspringe, könnte ich mich nicht hochtaubettieren. Schade. Oh je, oh je. Ich meine, es gibt hier schön viel Munition. Das ist ja, also da will ich ja nicht dran mäkeln. Aber diese ganzen Flugviecher da. Okay. Der hat eine gute Reichweite. Trifft uns natürlich hier trotzdem, ja. Man darf nie davon ausgehen, dass man in der Sicherheit ist, ne? Ach Gott, von dem muss man die einzelnen Segmente abschießen. Habt ihr einen Schaden? Na komm. Ach so, wo geht's hier weiter? Wo geht's hier weiter? Da unten, genau, da war auch noch einer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hört ihr jetzt wahrscheinlich, aber ich hämmer jetzt einfach so schnell ich kann auf die Space-Taste. Gute Nacht, Jollum, schlaf schön. Ja, wir machen hier ja auch bald fertig, aber ich wollte jetzt eigentlich diese Episode noch fertig machen, aber... Ja, vielleicht lasse ich das aber doch auch als Cliffhanger fürs nächste Mal. Sag mal, das... Jetzt benutze ich auch die anderen Waffen. Es wird nicht besser, ne? Das wird nicht besser hier mit diesen Mistviechern. Ich meine, das unten, das ist jetzt schon fast hinüber, ne? Komm schon! Ja, das unten ist hinüber. So. Ach, und hier geht's auch nicht so weiter, oder was? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich habe keinen Durchblick, ich habe keinen Durchblick. Also ja nichts Neues, Russell. Ja, ich weiß, aber ich will hier rausfinden. Ja, aber da oben geht's auch nicht weiter. Wo ist denn hier der Ausgang? Ach, ich muss doch hier hoch. Ach, ich muss in eine Richtung, muss ich mich halten, nicht wechseln, okay? Och, nee. Nee, 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 nee. Ach, und man muss es auch immer am Kopf treffen. Ja, ihr habt doch einen Sockenschuss. Mir geht gleich die Zeit aus, Alter. So, jetzt wird gerannt. Ah, der Hase bedankt sich. Ach, du Scheiße. Wo geht's da hin? Ach, du Scheiße. Ach du Scheiße, das ist so typisch Epic-Kacke. Na toll, ich habe nur Leben. Nur Leben. Oh. Ich glaube fast beim nächsten Mal muss ich das Level nochmal machen, ne? Ich wollte nicht hoch, ich wollte nicht hoch. Wie habe ich das früher gemacht, frage ich mich gerade. Mit Geduld und Spucke, ne? Also erst mal da oben wieder eine Moorrübe holen. Boah, ich glaube, meine Finger werden auch müde. Ja, wenn ich jetzt bei dem Anlauf nicht packe, dann verschiebe ich das vielleicht doch aufs nächste Mal. Mal schauen. Bing, bing, ding, 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 ding. So. Naja, ich wollte keine zwei, aber ich habe zwei bekommen, ne? Ja, ja. Das ist wie beim Dreh von Erwachsenenfilmen. Das habe ich nicht gesagt! Hm. Ja, ja. Okay. Oh je. Also nochmal ein bisschen Muni einsammeln, das muss ja sein. Weil wer weiß, am Ende brauchen wir das beim Boss und wenn wir es nicht haben, ne? Ist das ungut. Ich meine, wir sind ja schon fast durch. Ich brauche ja gar nicht mehr viele Leben, ne? So.
Was gab's da oben nochmal? Munition, okay. Ich gehe noch mal Möhrchen holen. Das war auf dieser Höhe, oder? Nein, war es nicht, ne? Das war hier. So, dass ich da halt per Hand noch mal so viel hochhüpfen muss, ne? Aber es soll ja nicht zu leicht sein. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren, das mit dem Gamepad zu spielen. Vielleicht geht das leichter wie mit Tastatur, ne? Könnte ich mir sogar vorstellen. So. Jetzt bloß raus hier. Bloß raus hier. Oh. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Na, jetzt habe ich wieder Zeit, ne? Wenn man doch nur das Rapid Fire hätte. Ja, vorhin habe ich noch gesagt, es ist nutzlos. Ja, es ist fast nutzlos. Wenn man schnell drücken kann, ne, dann braucht man es nicht. Aber das wird ja so laut auf dem Stream, ne? Das kannst du ja nicht machen. Na auf. Boah, also die Dinger, hey, die hätten sich echt sparen können. Oh. Wupp, 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 wupp. 3 Stunden später. Wupp, 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 wupp. Yay, besiegt. Wupp, wupp, wupp. So, und das schmeißt mich natürlich wieder rüber, ne? Das ist so unfair. Das ist ungerecht. Ich will mir doch hier nicht was durchcheaten müssen. Ich muss das mit dem letzten Leben packen. Oder irgendwo hoffentlich noch eins finden oder so, ne? Das geht auch total daneben, weil die zu arg hüpfen, ne? So, komm, komm. Puh. Oh Mann. Okay, hier bin ich vorerst mal sicher. Okay, okay, jetzt geht's mir gut, jetzt geht's mir gut. Rapid Fire, ja. Da dreht sich der Hase um, ne? Und dann seht ihr schon, das Schwänzchen ist hinten oben, dann gibt's Rapid Fire. So, das kommt in so kleinen Pellets wie Schrotkugeln, ne? Hinten raus. Piu! Komm, jetzt haben wir doch das Level hoffentlich gleich. Boah. Ja, ja, ganz vorsichtig, gleich fehlt da ein Stück Decke. Oder irgend sowas. Boing, boing. Na, okay. Der blaue Weg setzt sich fort. Wenigstens falle ich nicht ins Endlose. So. Ach, guck mal da. Levelende. Ich sag euch, das war was. Kurz eine rauchen. Bis gleich, Smoo. Soll ich das Level noch probieren, bis ich einmal kaputt gehe? Hä? Komm, das probieren wir mal. Und wenn es halt nichts wird, wird es halt nichts, ne? Und wenn's was wird, dann wird's halt was. Ja, ich hab eine Rhetorik heute wieder. Das ist klasse. Ja, das ist das Land der Dichter und Denker, ne? Ich bin eher das Land der dichten Denker, oder wie war das? Ist das blöd mit diesen scheiß blauen Dingseln? Ach was, hier gibt's Fahrstühle. Sag mir das doch mal eine. Okay, ich glaube, ich lade gleich das Spiel nochmal neu. Ja, so ein bisschen Zockerstolz hat man ja dann doch, dass man es doch nochmal probieren will. Wenn die mich hier so schnell abfrühstücken. Vielleicht liegt es aber auch wieder an meiner Geduld. Es kann gut sein. So, da drüben. Ja, gehe ich jetzt runter oder gehe ich rüber? Ich glaube, ich gehe mal rüber, weil da kann ich da wieder hoch. Da ist auf jeden Fall ein Abpraller, ja. Ach, guck mal da, da haben sie einen Muschstecker. Yep. Continue. Ja, nee, wenn, dann lade ich neu hier. Aber die Animation, ne? Ist auch wieder schön gemacht.
Da hätte ich jetzt wieder 3 Leben, aber die Punkte sind genullt. Ich will doch wenigstens in die Highscore kommen. Ich will das richtig schaffen. Nicht mit Continues. Ach, der speichert auch nicht die extra Waffen, die man hat, wenn man abgespeichert hat und wieder lädt. Okay. Ah ne, die Punkte sind auch weg. Was? Was? Zählt Safe Game wirklich nicht mehr oder habe ich es eben überschrieben, weil ich blöd bin? Sag mir nicht, dass ich es überschrieben habe. Ich guck mal beim anderen Safe Game. Danke, Mokai. Ne, der nullt wirklich, wenn man lädt, nullt er die Punkte. Ja, toll. Gut, dann habe ich halt nicht so viele Punkte, wenn ich vielleicht heute oder das nächste Mal in die Highscore komme. Aber ich habe wieder 3 Leben. Das bringen mir die 3 Leben, wenn mich das Level gleich wieder in den ersten paar Sekunden abfrühstückt, ne? Oh, wenn man da ganz am Rand drauf steht, dann wird man nicht ganz weggeschossen, ne? Okay. Ist das eine Scheiße hier? Mit der Scheiße hier. Kommen da oben dann aber in Mörchen oder sowas. Da kann man da nicht hoch, Leute. Da kann man auch nicht richtig drum rumspringen. Ich glaube echt, die wollen, dass man diese Waffe verwendet, ja. Was? Jetzt stößt du dir auch noch den Kopf oder was? Oh mein Gott, das habe ich alles vergessen. Oh, Jesus. Ich will es halt noch probieren, wenn ich es hinkriege, euch noch einen Boss zu zeigen. Ja, das wäre doch was wert. Nein, 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 Moment hier. 4 Schuss halten die Dinger aus, muss das sein? Komm, diesmal gehen wir hier runter. Ah, da ist auch ein Reflektor. Und bitte auch ein Möhrchen oder so. Nein, kein Möhrchen. Das Leveldesign, das sieht jetzt fast aus wie bei Cosmos Cosmic Adventure irgendwie. Hat mich zumindest stark dran erinnert. Auch ein anderer guter Plattformer, den man sich bei Zeiten mal angucken wird, also den ich mir angucken werde. Woran bin ich kaputt gegangen? An den Dingern, die da drüben standen, genau. Ah, ich war zu gierig, ich wollte zu schnell nach rechts. Ich hoffe, dass ich synchron bin mit der Musik. Ach komm, geh doch mal kaputt hier. Geh doch mal kaputt hier. Yeah. Wetten, die sind unkaputtbar. Die gehen gar nicht kaputt. Könnte sein. Ach komm, und dann hier gleich wieder welche hin. Ach, das Springrad, das löst automatisch aus, wenn es mich nur berührt, okay? So. Hier kann ich ein bisschen durchatmen. Ja, da geht's auch unten irgendwie weiter, aber... Ossel versucht sich zu konzentrieren. Das ist meistens zum Scheitern verurteilt. Da kommen dann oft die lustigsten Tode bei raus, hä? Kann ich da nicht durch? Nein, da ist ein Reflektor, okay. Da muss ich hier unten durch, ne? Oh je. Oh je. Oh je. Ei, das muss man wirklich im richtigen Moment treffen. Oder ich lasse mich von hier rüber federn. Nein, das bringt nichts. Schneller fallen lassen kann man nicht. Axolotl. Nein! Das hat mich gleich wieder nach oben geschmissen. Lass dir nichts anmerken, Ossel, ist alles okay. Deine Birne ist nur ein bisschen weich gekocht, aber sonst geht's dir gut. Ja, ja. Ach komm. Komm, mach schon. Ach. Ich hatte es fast, ich hatte es fast. Weil wenn du dann erstmal durch bist, dann musst du weiter nach rechts rücken. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Muss ich wahrscheinlich hinten durch.
Ich sag jetzt einfach, es geht gar nicht. Vielleicht geht's doch, aber... Darunter, ne? Also links und nochmal links und da dann rein. Nee, da ging's nicht weiter. Dann war das... Wo war denn das? Habe ich was falsch in Erinnerung? Doch, da... Gab's nicht am Anfang zwei Möhrchen? War da nicht was? Secret Level, hey, da könnten wir uns ein Extra-Leben freispielen, das wir jetzt nicht mehr brauchen, ne? Aber ich war der Meinung, waren da nicht Möhrchen irgendwo? Aber da komme ich hier nicht mehr durch, ne? Ja. What's up, Doc? Geht hier wohl doch nicht weiter. Muss ich doch wieder zurück. Leute. Also, im Moment macht's mich fertig, das Spiel. Nicht so, dass ich aufgeben würde, ne? Aber... Ah, trotzdem, ich glaube, das hier ist der letzte Versuch für heute. Wenn ich jetzt halt irgendwo dran kaputt gehe, geht's halt das nächste Mal weiter. Zwar mit genulltem Score, aber ja, mein Gott. Passiert halt. Rabbit Fire. So, da sind wieder diese scheiß Böppel. Ich nenne sie scheiß Böppel, das trifft zu. So, eins hier rüber. Ja, hier ist es dann wieder. Muss ich dann... Wie muss ich da dann rennen oder... Verdammt! Wie ging das nochmal? Muss ich mich da von links abprallen lassen, um einen besseren Rechtsdrall zu haben? Nee, das feuert mich doch nach oben, so komme ich doch da nicht durch. Na echt, jetzt bin ich gerade überfragt. Wenn da ja irgendwo keine so Sprungplattform unten drin wäre, ne? Aber ist ja... Oder muss ich, sobald ich da unten drin bin, muss ich gegen anlaufen, um dann mitzulaufen oder so? Aber das haben die sich doch so nicht gedacht, oder? Das war einwandfreies Deutsch. Wie soll ich das machen, verehrtes Spiel? Übersehe ich was, Leute? Habt ihr was gesehen, was ich übersehen haben könnte? Jetzt kann doch nicht sein, dass... Da unten, da sind ja überall diese Plattformen. So, gleich ist die Zeit leer. Dann wissen wir diesmal, was passiert, ne? Okay, läuft einfach nicht weiter. Gut. Gibt's halt keine Bonuspunkte. Ich meine, können wir uns eh in die Haare schmieren, weil wenn man ein Safe Game lädt, ne, sind alle Punkte weg. War das so gedacht? Vielleicht, wenn ich da drüben bin, dass ich gleich hochspringe, dass ich unten die Plattform nicht auslöse, ne? Das müsste eigentlich sein. Ach, komm. Komm. Ich versuch doch mein Bestes. Und dann komme ich durch und dann kommt hinten dran, kommt irgend so ein böser Feind und macht mich kaputt, weil ich nur noch einen Lebenspunkt habe. Ach komm, komm, das gibt's doch nicht. Ach nee, das geht genauso weiter. Okay. Okay, nochmal mit Schmalz und Spucke. Noch einmal ran, komm. Ich weiß, das Gehirn setzt aus, also bei mir ist gleich alles Tuck. Da ist mir jetzt auch der gute Soundtrack egal, das ist...
Okay, also jetzt wisst ihr, ich glaube, hier ungefähr endet bzw. beginnt meine Frustgrenze. Gott verdammt. Ah! Dann musst du das nochmal machen, ne? Als wird einmal nicht reichen dafür. Das wird eine extra lange Folge, ich sehe es schon kommen. Und am Ende sterbe ich hinten dran, ne? Das wäre so typisch. Das war's doch. Das hätte doch zumindest fürs Erste reichen müssen. Mensch, wer war der Level-Designer? Ich glaube, dem schreibe ich nochmal einen bösen Brief. Kann ich mir nicht aussuchen, da nicht zu springen? Ich guck mal, gibt's da... Ja, High Detail. High Detail natürlich. Hier gibt's keine Kontrolleneinstellungen. Oder liegt's daran, weil die DOS-Box zu schnell ist? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Bei dem Spiel nicht. Dann würden ja auch andere Sachen viel schneller sich bewegen, also die Feinde und so, ne? Man müsste doch meinen, irgendwann habe ich einen Automatismus drin, ne? Aber irgendwie nicht. Ab wo muss ich runterdrücken? Ab wo muss ich nach rechts drücken? Ab wo muss ich was machen? Ab. Wenn es mich nicht immer ganz so hochschleudern würde, ne? Aber. Das unten ist gnadenlos. Das schleudert dich immer bis ganz nach oben. Ich kann es verstehen, wenn es euch jetzt langweilig wird. Ach, Alter. Ich würde mir ja wünschen, dass ich hier ganz an der falschen Ecke bin, ne? Aber da geht's ja auch nicht weiter da hinten, ne? Wenn man hier den Doppelsprung oder sowas hätte, ne? Weil da unten, da geht's auch nicht weiter, ne? Nee. Ich muss das also da hinten schaffen. Okay. Nee, Leute, kann man auf den Dingern nicht bremsen? Nein, kann man nicht. Also ich glaube, ich belasse es mal hierbei. Schön, dass ihr alle mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ich konnte euch den Tag ein bisschen versüßen. Auch zu den Zuschauern auf YouTube. Danke fürs Reinschauen. Ja, ich würde mal sagen, macht's gut. Je nachdem, wann ihr das anschaut. Schönes Wochenende, schöne Woche, schönen Tag. Habt eine gute Zeit. Wenn ihr Böcke habt, schaut auch gerne auf YouTube mal rein. Ne? Und ja, ich denke, wenn's passt, nächste Woche wieder. Und dann werde ich mich wieder hier dran versuchen, an diesem tollen Level. Ja, gleich zu Anfang. Das wird bestimmt motivieren. Ne? Also vielen Dank nochmal, dass ihr dabei wart. Ne? Schlaft schön. Bis bald. Ja, man muss ja immer noch ein bisschen Endscreen aufnehmen, ne? Damit man schön ausfaden kann.